In St. Martin, einer Stadt in Trinidad und Tobago, stand Magdalena jeden Nachmittag vor einer Apotheke und wartete auf ihren Papa, der sie nach der Schule abholen sollte. Manchmal musste sie mehr als eine Stunde warten. Sie beobachtete die Leute, die in die Apotheke gingen oder herauskamen, und fragte sich, ob diese Menschen Jesus liebten. Eines Nachmittags stellte Magdalena ihrem Vater eine Frage, als sie ins Auto stieg. »So viele Leute gehen in die Apotheke«, sagte sie. »Kann ich Ihnen etwas zu lesen geben?« Ihr Papa freute sich, dass seine Tochter die Menschen mit Jesus bekannt machen wollte. »Ja, das kannst du machen«, sagte er. Ihr Vater besorgte Missionshefte und Magdalena verstaute sie in ihrem Rucksack, bevor sie am nächsten Tag zur Schule ging. Nach der Schule bot sie den Leuten vor der Apotheke die Hefte an. »Hallo«, sagte sie, »darf ich Ihnen ein Heft über die Liebe Jesu geben?« Alle nahmen die Hefte an. Keiner konnte Nein sagen. Als ihr Papa sie abholte, verkündete sie ganz glücklich, dass sie alle Hefte verschenkt hatte. Magdalena nahm die nächsten Tage mehr Missionshefte mit. Als sie zur Neige gingen, kopierte ihr Papa sie zu Hause. Nach einiger Zeit bemerkte Magdalena, dass ein Zahnarzt jeden Tag auf dem Weg zu seiner Praxis an der Apotheke vorbeiging. Sie gab ihm jedes Mal ein Heft, das er auch immer annahm. Magdalena erzählte ihrem Papa davon. »Papa, kann ich mit ihm über Jesus sprechen?«, fragte sie. Ihr Vater kannte den Zahnarzt. »Natürlich, kein Problem«, sagte er. Am nächsten Tag kam der Zahnarzt vorbei, als Magdalena auf ihn wartete. »Kennen Sie schon Jesus?«, fragte sie ihn. Den Zahnarzt überraschte diese Frage. Er hatte die Hefte nicht gelesen, die das Mädchen ihm gegeben hatte. »Ich habe von Jesus gehört, aber ich glaube nicht an ihn«, sagte er. Magdalena war traurig, als sie das hörte. »Haben Sie Zeit für eine biblische Geschichte?«, sagte sie. Auch jetzt wollte der Mann das Angebot nicht ablehnen und er lud sie ein, am nächsten Tag in seine Praxis zu kommen. Ihr Papa erlaubte es. An diesem Abend bat Magdalena ihren Papa um einige Bibelverse, die von Jesus handelten. Und sie hatte noch eine Bitte. »Der Zahnarzt hat keine Bibel«, sagte sie. »Kann ich ihm eine mitbringen?« Ihr Vater fand eine nagelneue Bibel. Der Zahnarzt bedankte sich, als Magdalena sie ihm am nächsten Nachmittag gab. Einen Monat lang ging Magdalena jeden Nachmittag nach der Schule in die Zahnarztpraxis. Sie lasen zusammen die Bibel und unterhielten sich über die Geschichten. Allmählich begann der Zahnarzt an Jesus zu glauben. Deshalb lud Magdalena ihren neuen Freund ein, am nächsten Sabbat mit ihr zum Gottesdienst zu gehen. »Ja, da habe ich Zeit«, sagte er, »ich komme mit.« Magdalena war ganz aufgeregt, als sie zu ihrem Papa ins Auto stieg. »Ich habe den Zahnarzt zum Gottesdienst eingeladen und er hat Ja gesagt.« Am Sabbat holten Magdalena und ihre Eltern den Zahnarzt auf dem Weg zur Gemeinde ab. »Sie haben eine wunderbare Tochter«, sagte er. »Ich wusste früher nichts über Jesus, aber jetzt kenne ich ihn.« Magdalena wurde eine richtige Missionarin, als sie dem Zahnarzt Missionshefte gab und ihm von Jesus erzählte. Sie möchte bis zum Ende ihres Lebens andere mit Jesus bekannt machen.